Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal. Kinder wollen immer beide Elternteile und haben beileibe nicht das Bedürfnis, irgendwie zu sagen, dass die Mama ihnen lieber ist als der Papa. Warum bin ich es ihm nicht wert, dass er bei mir geblieben ist? Wenn der eigene Vater mich nicht will, was habe ich dann hier überhaupt auf dieser Welt zu suchen? Natürlich wird meine Tochter, wenn wir später Kontakt haben und jetzt die nächsten Jahre keine, möglicherweise auf mich zutreten und fragen, wo warst du denn? Wenn die Eltern sich trennen, ist das schlimm. Vor allem für die Kinder. Sie brauchen Mama und Papa, beide gleichermaßen. Doch sie haben nicht automatisch ein Anrecht auf beide Eltern. Kommt es zum Sorgerechtsstreit vor Gericht, so ziehen Väter in der Regel den Kürzeren. In fast 3/4 der Fälle wird dort der Mutter die Sorge für die gemeinsamen Kinder zugesprochen. Und fast immer leben die Kinder dann bei ihr. Sie hat auch entscheidenden Einfluss auf die Umgangsregelung. Immer mehr Väter wollen aber nicht nur Wochenendpapa oder Zahlvater sein. Sie wollen am Alltag ihrer Kinder teilhaben, am liebsten im Wechsel betreuen. Nicht ohne mein Kind, wenn Väter um Sorge- und Umgangsrecht kämpfen. Unser Thema heute im Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Hennen. Väter-Demo in Köln. Grüppchen von Männern, die meisten zwischen 30 und 50 Jahre alt, manche in Begleitung von Kindern und Frauen, ziehen mit Rasseln und Trillerpfeifen durch die Innenstadt. Auf ihren Plakaten steht gemeinsames Sorgerecht ab Geburt oder allen Kindern beide Eltern. Aufgerufen hat der Verein Väteraufbruch. Hartmut Wolters sitzt seit Jahren im Vorstand des Vereins. Es ist total chaotisch, aber das haben Demos so an sich, das ist auch völlig in Ordnung. Wir hatten technische Probleme, der Generator ist ein paar Mal ausgefallen, dann ist ein Musiker ausgefallen, der ist nicht gekommen. Aber es macht uns alles nichts aus. Hier ist eine super Stimmung, wir sind 150 Leute insgesamt, ich habe eben nochmal gezählt, 147. Und der Jörn, unser Moderator, der macht richtig Stimmung hier, ich finde es ganz toll. Die Polizei macht gut mit, also wir sind echt begeistert. Werden Sie auch angesprochen von Passanten? Nein, von Passanten sind wir bis jetzt noch nicht angesprochen worden. Die gucken alle sehr neugierig und viele fotografieren und filmen auch. Und nehmen die Schilder natürlich wahr. Und ich meine, wir sind ja laut, ne? Das ist nicht zu überhören. Das ist nicht die erste Demo dieser Art. Nein, dieser Art ist das nicht. Also wir machen hier in Köln zum ersten Mal so eine Demo. Aber es gibt viele Städte in Deutschland, in Hannover, in Hamburg, in Fulda, in Berlin waren schon Demos vom Väteraufbruch. Das macht immer ein anderer Kreisverein. Wer gerade die Ressourcen hat, die Möglichkeiten, der macht dann eine Demo. Und dieses Jahr haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir das. Hartmut Wolters hat 2 Kinder aus erster Ehe. Mal darf er sie sehen, mal kommt über Monate kein Kontakt zustande. Seit über einem Jahrzehnt kämpft er um das Sorge- und Umgangsrecht. Inzwischen ist der 50-Jährige wieder verheiratet, hat eine kleine Tochter. Auf der Demo schiebt er sie im Kinderwagen. Unser Motto für die Demo ist ja allen Kindern beide Eltern. Das heißt, wir möchten daran arbeiten, dass den Kindern beide Eltern erhalten bleiben, ihr Leben lang, und dass kein Kind in Deutschland den Kontakt zu einem Elternteil verlieren muss. Das beinhaltet natürlich ganz viele Aspekte. Das beinhaltet Sorgerechtsfragen, Umgangsfragen. Auch Unterhalt ist da eine ganz wichtige Komponente. Wichtig ist, dass wir es schaffen, einen Kontakt zum Kind zu erhalten, dass Vater und Mutter gleichermaßen zufrieden sind und Erziehungsmöglichkeiten haben, das Kind regelmäßig sehen und mit dem Kind zusammen sein können. Nun würde man ja meinen, seit der Reform des Familienrechts vor einigen Jahren, das ist nun alles so hergestellt. Es wurden ja auch die Rechte der unverheirateten Väter gestärkt. Woran hakt's denn?
Ja, die Gesetze wurden tatsächlich geändert, aber die Rechtsprechung hat sich noch nicht geändert. Das Recht ist nach wie vor der Meinung, dass Eltern, die zerstritten sind, also Eltern, die sich nicht unterhalten können und nicht miteinander reden können, nicht in der Lage sind, gemeinsam das Kind zu betreuen. Das wirkt sich dann aus auf das gemeinsame Sorgerecht. Es wird also kein gemeinsames Sorgerecht verliehen oder das gemeinsame Sorgerecht, falls vorhanden, entzogen. So dass dann in der Regel die Mutter das Sorgerecht bekommt, weil die Kinder bei der Mutter leben. Das ist halt in 95% der Fällen so. Nur 5% der Alleinerziehenden sind Väter. Und das macht die Situation einfach ganz schwierig, denn es wird niemand gezwungen, mit dem anderen Elternteil eine kooperative Basis einzunehmen. Wenn ein Elternteil diese kooperative Basis verweigert und sei es die Mutter, wird keine gemeinsame Sorge verhängt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat auch gerügt, dass die Regelung, die Verfahren zur Regelung des Umgangs viel zu lange dauern, teilweise Jahre. Das ist genau die Problematik. Gerichte sind dazu angehalten, innerhalb von einem Monat einen Termin zu machen, wenn ein Vater einen Umgangsantrag stellt. Das findet aber fast nie statt. Die Gerichte brauchen mindestens 6 bis 8 Wochen, bis der Termin stattfindet, oft sogar noch länger. Ich gucke nur nach Belgien, ich gucke nach Schweden, da ist Wechselmodell Standard. Es sei denn, die Eltern können das Wechselmodell tatsächlich nicht ausüben. Dann können die Eltern sich natürlich jederzeit auf eine andere Regelung einigen. Aber solange die Eltern sich nicht geeinigt haben, werden die Kinder im Wechselmodell betreut. Auch wenn sich die Eltern nicht gut verstehen? Auch dann, wenn die Eltern sich nicht gut verstehen. Denn die Studien haben gezeigt, dass in Schweden diese Zerstrittenheitsrate viel geringer ist. Denn wenn die Eltern quasi gezwungen werden, zu kooperieren, dadurch, dass sie das Wechselmodell führen, dann beruhigt sich auch die Situation und dann kooperieren sie auch miteinander. Also warum nicht die Kinderbetreuung aufteilen, damit beide Elternteile auch gleichermaßen ins Berufsleben gehen können? Die Väterdemo führt mitten durch die Fußgängerzone in Richtung Kölner Dom. Viele Passanten bleiben stehen, mustern Väter, Plakate und Banner. Ich kann mir darunter was vorstellen, ja, aber ich kenne es jetzt nicht als Initiative. Aber ich habe es meiner Tochter gerade erklärt. Nämlich, was haben Sie ihr gesagt? Ich habe ihr gesagt, dass es anscheinend Väter sind oder Männer sind, die gerne möchten, dass sie sozusagen unabhängig, wie die Beziehung ist, ab Geburt das Sorgerecht bekommen, wenn sie der leibliche Vater sind. Finden Sie das eine berechtigte Forderung? Ich kann das aus Sicht der Väter verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass es im Einzelfall schwierig ist. Also das finde ich ganz, ganz wichtig und ich bin selber geschieden und ich tue alles dafür, dass die Kinder ihren Papa sehen und ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die das eben nicht machen. Also Sie haben sofort erkannt, worum es hier geht, dass es eine Väterdemo ist, wenn hier auch nicht nur Männer auf der Straße stehen, sondern auch die Frauen mit. Genau, und ich finde, meine Jungs laufen dann auch mit, weil ich finde, das ist auch für die Kinder wichtig, dass sie auch wissen, dass sie auch Rechte haben und das dann auch für die Kinder eben entsprechend. Das heißt, Sie wussten von der Demo? Ich wusste von der Demo, genau. Und da läuft auch mein Freund mit, der demonstriert nämlich auch, genau. Was muss noch getan werden im Familienrecht? Wo sehen Sie die Hauptprobleme? Die Hauptprobleme sind einfach, dass die Männer zu wenig Rechte haben, gerade wenn sie nicht verheiratet waren mit der Frau. Also das ist einfach wirklich ein großes Problem und dass die Kinder dann immer mehr als Instrument auch benutzt werden von den Frauen. Ja, ich finde es traurig, wenn die Begrifflichkeiten nicht stimmen. Ne? Gemeinsames Sorgerecht müsste auch gemeinsame Sorgepflicht nochmal dazu. Da steht unter anderem, Vater ist nicht gleich ein Geldautomat. Also bei mir in der Familie waren Frauenrechte immer nur mit Männerrechten verbunden. Also Gleichberechtigung finde ich eine ganz wichtige Sache. Aber eben Gleichberechtigung auf allen Ebenen dann. Also ich erlebe mehr Väter, die einfach ihre Berufstätigkeit in den Vordergrund stellen. Und die Frau muss halt schauen, wie sie dann zurechtkommt mit Zeitaufteilung, mit Kind, mit Krankheiten und so weiter. Weiß ich nicht mehr so richtig. Wart ihr draußen oder habt ihr drin gespielt? Wir waren drin und draußen. Die eine Waldgruppenhälfte war schon im Wald und das war meine. Achso, okay, sehr schön. Was habt ihr da gemacht? Habt ihr Regeln aufgestellt, ne? Was darf man im Wald? Kein Quatsch machen. Zum Beispiel keine Regenwürmer werfen. Keine Bäume verletzen oder abmachen. Das dürfen nur die Förster. Also mal gucken, ob der Große auch Klamotten hat zum Anziehen. Abendessen bei Markus Müller. Der Vater zweier aufgeweckter Söhne heißt mit wirklichem Namen anders. Der 53-Jährige wohnt in einem Einfamilienhaus am Rand einer deutschen Großstadt. Durch die bodentiefen Fenster im Esszimmer blickt man in einen schönen Garten. Eine Woche am Stück verbringen Müllers Söhne nun in den Osterferien bei ihm.
Nachmittags um 4 Uhr machen wir halt immer irgendwas zusammen und der Ältere ist dann in der Regel raus mit irgendwelchen Freunden und zum Spielen oder Fußball oder sonst was. Und der Kleine ist bei mir und wir basteln immer was oder spielen was oder gehen einkaufen oder so. Und ja, wir haben ganz schöne Zeit. Hier steht auch schon was Gebasteltes, nämlich ein Osterhase. Ja, der hat... Aus Sperrholz, oder? Aus Sperrholz, ne? Wie haben wir das gemacht? Erst so ein Papier gemalt, auf einen Hasen drauf und dann auf Holz gemalt und dann mit Wasserfarben angemalt und den Holz vorher haben wir es ausgesägt mit der Laubsäge, ne? Und das Schiff hier? Und da haben wir ein Schiff gebastelt, ne? Ja, mit meinem Freund. Mit einem Freund. Mhm. Haben wir ein Piratenschiff gebastelt, ne? Und dann ist das irgendwie so schön hier, dann bauen die irgendwelche... Was sind das hier? Kanonen, ne? Die wir dann noch gebaut haben. Und da gibt es was noch alles zu, ein Haufen Zubehör. Und ein Klo. Und das sind Anker und das sind Nägel, ne? Gibt es da einen ganz festen Plan immer für jeden Tag, oder? Nein, wir kommen, was geht. Und gestern war es dann einfach so, dann... Wer ist auf die Idee gekommen, da die Werkstatt zu machen? Du? Haben wir gesagt, machen wir eine Werkstatt. Ne? Da ist der Große. Magst du was essen? Komm, dann setz dich mal hin. Durch mehrere Gerichtsverfahren hat Markus Müller erreicht, dass die Kinder die Hälfte der Ferienzeit bei ihm verbringen dürfen. Und dass er so einen sogenannten erweiterten Umgang hat. Genau genommen heißt das, er betreut seinen ältesten Sohn zu etwa 40%, den jüngeren etwas weniger. Viele Trennungsväter wären schon glücklich mit einer solchen Regelung. Müller aber träumt vom Wechselmodell, würde seine Söhne wochenweise im Wechsel am liebsten betreuen. Deswegen ist er nur ein paar Häuser weitergezogen. Letztendlich ist es so, dass die Kinder im Grunde die Möglichkeit hätten, über die Gärten zwischen dem Haus von der Mama und dem Papa hin und her zu wechseln. Da ist jetzt leider im Moment ein Zaun und die Kinder können da nicht rüber. Das hätte ich mir also völlig anders gewünscht. Im Grunde war es immer meine Idee, den Kindern eine Möglichkeit so zu bieten, dass die, wenn sie bei der Mama sind, wie zu Oma und Opa dann eben zum Papa gehen können und einfach nur mal Hallo sagen und das Gleiche auch umgekehrt, sodass sie nie das Gefühl haben müssen, dass irgendjemand weg ist oder verloren gegangen ist, sondern dass es da einen völlig natürlichen Umgang gibt. Der Kindergarten ist unmittelbar gegenüber den Häusern, also keine 20 Meter von beiden Häusern entfernt, sodass die Kinder, egal bei welchem Elternteil sie also sind, im Grunde immer die Möglichkeit haben, ihr soziales Umfeld zu erhalten. Es ist völlig egal, ob die Nachbarsfreunde zu mir kommen oder zu der Mama kommen. Die wissen mittlerweile schon, wann ungefähr die Kinder wo sind und klingeln dann immer entsprechend. Also im Grunde haben wir ideale Voraussetzungen, dass nach wie vor beide Eltern gleichwertig für die Kinder da sind. Nichtsdestotrotz, die Mutter wollte das nicht so mittragen. Auch gerichtlich hat es da kein Fortschreiten gegeben. Ich habe also im Grunde 3 Gerichtsverhandlungen führen müssen, damit ich überhaupt einen sogenannten erweiterten Umgang kriege. Es gibt mittlerweile einen Haufen Studien und Untersuchungen wissenschaftlicher Art, die also belegen, dass ein Wechselmodell in der Regel dem Kind am ehesten entspricht, weil Kinder wollen immer beide Elternteile. Die wollen sich nicht zwischen den Elternteilen entscheiden müssen, sondern sie lieben beide Eltern und haben beileibe nicht das Bedürfnis, irgendwie zu sagen, dass die Mama ihnen lieber ist als der Papa. Insofern ist eine einseitige Aufteilung, die im Grunde in diesen Nachtrennungsfamilien oft von Gericht propagiert wird, eigentlich eine Variante und Lösung, die aus dem vergangenen Jahrhundert stammt und letztendlich eigentlich die Hausfrauenehe darstellt. Das Wechselmodell kann nicht gegen den Willen eines Elternteils durchgesetzt werden. Müllers Ex-Frau will es nicht. Heißt für den Vater, er hat doppelte Kosten zu tragen. Seine Miete für das Haus mit den 2 Kinderzimmern etwa wird auf den Unterhalt für die Kinder nicht angerechnet. Ungerecht, findet der Vater. Vor Gericht musste er schon einige Rückschläge einstecken. Da hat die Richterin sich als Hobbypsychologin betätigt und gesagt, dass die Kinder in einem Loyalitätskonflikt stehen, wo ich mich dann frage, woher hat sie das? Das ist nirgendwo tatsächlich benannt worden, von niemandem ins Gespräch gebracht worden. Und man muss einfach sagen, der Kleinere, der zu der Zeit 2 Jahre alt war, der hat keine Loyalitätskonflikte. Dazu sind Kinder in dem Alter gar nicht in der Lage, die haben Verlustängste. Das wäre was, wo sie hätte eine Begründung daraus herziehen sollen. Letztendlich hat sie Versuche unternommen, irgendwas zu begründen, was sie gar nicht begründen konnte. Sie hat auch reingeschrieben, dass
der Bundesgerichtshof entschieden hat, dass im Einzelfall es zu überprüfen ist und jede pauschalierte Betrachtung sich verbietet. Tatsächlich ist es so gewesen, der Große hatte nie Schwierigkeiten, bei mir zu bleiben. Der hat nicht ein einziges Mal gesagt, er will nicht zu mir. Und letztendlich ist mein Umgang in einem Zwischengerichtsverfahren eingeschränkt worden, und zwar pauschaliert über beide Kinder. Wenn man es nicht pauschal betrachtet hätte, dann hätte man zumindest sagen müssen, okay, der Kleinere, der hat anfänglich jetzt vielleicht Schwierigkeiten zu übernachten, tagsüber waren keine Schwierigkeiten. Bei dem Großen war nie die Rede davon, der hat das immer gekonnt und gewollt, der hat mir noch am Tage des Gerichtes eigentlich gesagt, Papa, warum machen wir es nicht so? Ich bin eine Woche bei dir und eine Woche bei der Mama. Der wollte das sogar so. Letztendlich ist das dann per Gerichtsbeschluss alles über einen Kamm geschert worden und mein Umgang, den ich mir vorher eigentlich schon mal erstritten hatte, der ist dann rückgängig gemacht worden, weil angeblich die Kinder das nicht könnten. Das war eine harte Phase. Da gingen Sie dann auf einen Tag die Woche zurück, oder? Ja, es war ein bisschen mehr als ein Tag die Woche. Also es war im Grunde ein sehr reduzierter Umgang wieder und das ist einfach, da weiß man nicht, was man davon halten soll. Noch immer kämpft Markus Müller vor Gericht darum, seinen jüngeren Sohn genauso lange bei sich haben zu dürfen wie den älteren. Er will den Alltag mit seinen Kindern teilen, auch wenn das Arbeit bedeutet. Etwa vor dem Fußballtraining mal eben noch einen verdreckten Rucksack sauber zu schrubben. Also von Arbeit bin ich nicht scheu. Ich habe in der Firma mindestens genauso viel Arbeit. Und es geht nicht darum, dass ich hier Ferien oder Freizeit mache, sondern es geht darum, dass die Kinder quasi hier bei mir leben können. Und das versuche ich denen zu ermöglichen. In der Woche selbst habe ich sie sehr wenig. Die haben verlängertes Wochenende bei mir, was Freitagnachmittag eigentlich bedeutet. Und bis montags früh, dann gehen sie in Schule und Kindergarten. Der Größere, der darf einen Tag länger bleiben, bis zum Dienstag. Aber dann ist die Herrlichkeit eigentlich auch schon wieder vorbei. Und im Grunde ist es eigentlich so, dass die dann ansonsten, wenn Schulzeit sind, den Alltag nicht bei mir haben. Wenn man es mal genau nimmt, ist es ein verlängertes Wochenende und mehr ist es eigentlich auch nicht. Markus Müller hofft, dass sich der Umgang irgendwann normalisiert. Dass die Kinder irgendwann einfach über den Gartenzaun klettern, wenn sie ihn sehen wollen. Der Große erwähnt es auch immer, dass der Kleine dann bei der Mama sagt, ich will jetzt zum Papa und ich vermisse den Papa so. Und mir gegenüber sagt er das auch. Und er fragt immer, warum habt ihr euch denn getrennt? Was nicht wirklich einfach ist. Wie erklären Sie denn das den Kindern? Ja, ich erkläre es den Kindern dann immer so. Das ist halt wie, wenn sich Freunde einfach mal streiten. Und manchmal ist es dann einfach besser, wenn man sagt, ich will jetzt mit dem Freund nicht mehr spielen, weil ich kriege immer nur Streit mit dem. Und dann sagt man, ich spiele eben nicht mehr mit dem. Und sowas haben Mama und Papa gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr zusammen. Aber wir sind natürlich noch beide eure Eltern. Und ich bin der Papa und die Mama ist die Mama und wird es immer bleiben. Mhm. Kann ich dir helfen? Kannst du das hier so querschnitzen? Schnitzen? Du möchtest da einen Pfeil draus machen? Ein Speer! Ein Speer, ja, machen wir da einen Speer draus. Komm, nee, ich guck mal. Neben den Schulranzen oder neben den Kühlschrank oder die Pfeil. Hier haben wir das. Ich erinnere mich, da hatte mal das Kind hatte sich und den betreuenden Elternteil dargestellt und dann kam so ein ganz langer Strich, so über das halbe Blatt, und da stand der andere Elternteil. Der Psychologe, der sich schon von vornherein festgelegt hatte, der sagte, da sieht man an diesem langen Strich, dass das Kind eine Verbindung zu dem anderen Elternteil haben wollte. Da habe ich gesagt, sieht dieser Strich nicht so eher aus wie so eine Lanze, womit der andere Elternteil in diese Gemeinschaft der beiden anderen reinsticht? Ja, hat er gesagt, ja, aber ich glaube, so würde ich das nicht interpretieren. Aber da muss man schon mal fragen, ob das so richtig ist. Herr Wilutzki, früherer Direktor des Amtsgerichts Brühl und langjähriger Vorsitzender des Deutschen Familiengerichtstages, der hat immer gesagt, 50% aller gerichtlichen Entscheidungen zum Umgangs- und Sorgerecht sind falsch. Wir könnten jeden Fall andersrum entscheiden, dann wäre die Quote immer noch richtig. Es ist eben nicht nur der Justizirrtum, sondern es ist einfach, also das, was beim Gericht die Spitze des Eisberges ist, die Sie sehen, dann wissen Sie immer noch nicht, was da unter der Wasseroberfläche ist. Heribert Schüller hat unzählige Sorgerechtsverfahren erlebt. 36 Jahre lang war er als Familienrichter am Amtsgericht Bergisch Gladbach tätig. Vor 2 Jahren ging der Jurist mit dem schlohweißen Vollbart in den Ruhestand, arbeitet nun als Anwalt. Er hat die großen Reformen des Familienrechts der vergangenen Jahrzehnte erlebt. Anfang der 80er Jahre erstritt er eine Gesetzesänderung vor dem Bundesverfassungsgericht, nämlich, dass das Sorgerecht nicht mehr nur einem Elternteil, sprich der Mutter, zugesprochen wurde. Stück für Stück
wurden die Rechte der Väter ausgeweitet. Aber ein gleichwertiger Umgang ist heute noch lange nicht der Regelfall. Also der Klassiker des Umgangsrechts war bei Kindern, die aus dem Windelalter raus waren, zu sagen, der nicht betreuende Elternteil hat einen Umgang am Wochenende, ich sage jetzt mal so in der Größenordnung von Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Das hat sich in den letzten Jahren, habe ich erlebt, dass also auch wenn es unstreitig war, die Sache doch durchaus ausgeweitet wurde, also auf zusätzliche Nachmittage, wie man so sagt, unter der Woche bis zum Wechselmodell, wobei nach wie vor umstritten ist zwischen den Gerichten, ob ein Wechselmodell durchsetzbar ist gegen den Willen des anderen Elternteils. Es gibt Gerichte, die sagen, das geht, es gibt Gerichte, die es ablehnen. Da werden wir also früher oder später sicherlich eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs mal bekommen, wie das höchstrichterlich gesehen wird. Ein sogenannter Wochenendpapa nimmt ja am Alltag der Kinder dann ganz wenig teil. Das habe ich immer für problematisch gehalten. Vor 20 Jahren hat uns jeder deutsche Psychologe erklärt, das sei für die Kinder nicht gut. Kinder müssten einen festen Lebensmittelpunkt haben. In der Zwischenzeit hat die kinderpsychologische Forschung da wohl eine Veränderung gesehen. Ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher, was günstiger ist, aber das ist keine rechtliche Frage, sondern das ist sicherlich eine Frage, die die Kinderpsychologen beantworten müssen. Ob man das zur Regel machen will, halte ich für zweifelhaft. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man da jeden Einzelfall sehen muss. Ich halte es insbesondere dann für schwierig, wenn also Eltern sehr zerstritten sind, dann zu so einem wöchentlichen Wechsel zu kommen und die Kinder ganz verschiedenen Erziehungsmodellen auszusetzen. Die entbindet eigentlich bei Ihnen, oder nicht? Wer ist denn da dran? Der Vater. Dann rufen Sie sie doch bitte auf dem Handy an. Also ist aber bei Ihnen, ne? Ich kann Ihnen leider keine Auskunft geben am Telefon. Ja, okay, aber ich meine, ich kann auch vorbeikommen. Ist sie denn da? Das kann ich Ihnen leider am Telefon nicht sagen. Rufen Sie sie doch einfach auf dem Handy an. Alles klar. Gut. Ja? Danke. Gut. Ein Vater will erfahren, ob seine Tochter bereits geboren wurde. Vergeblich wartet er auf Nachricht der Mutter. Seine Freundin hat sich 3 Monate vor der Geburt von ihm getrennt. Der Künstler Peter Kees dokumentiert in seinem Film Väterlandschaften seinen Kampf um Kontakt zu seinem Kind. Inzwischen habe ich erfahren, dass mich die Mutter in der Geburtsurkunde nicht als Vater angegeben hat. Sie hat keinen Vater angegeben. Peter Kees Selbstporträt schildert eindringlich die Ohnmacht und Rückschläge eines Vaters, der heute zwar als solcher von der Mutter anerkannt ist und auch Unterhalt für das Kind zahlt, aber sonst kaum eine Rolle spielt im Leben der Tochter. Für den Künstler ist der Film mehr als eine Bewältigungsstrategie. Da gibt es etwas, was sie, wenn sie mal erwachsen ist, bekommen kann, was sie wahrscheinlich sehr interessieren wird. Also das ist was sehr Authentisches aus dieser Zeit, was vielleicht meiner Tochter hilft, ihre Problematik, die durch diese Geschichte entstehen kann, zu verstehen. Ich kann nur sagen, wenn ich heute Briefe meines Vaters oder ein Filmdokument meines Vaters aus der Zeit um meine Geburt fände, ich würde das aufsaugen wie nur sonst was. Ich wäre da wahnsinnig neugierig. Und ich wünsche, dass das meine Tochter auch mal ist oder hoffe. Es kann ja auch sein, dass sie es vollkommen ablehnt. Also vielleicht will sie es auch nie sehen, das wissen wir ja alles nicht. Seit Monaten hat Kees seine Tochter nicht mehr gesehen. Als sein Film in die Kinos kam, stellte die Mutter beim Gericht einen Antrag auf Aussetzung des Umgangs. Ohnehin hatte Kees das Mädchen nur im Rahmen eines begleiteten Umgangs gesehen. Auf einem Spielplatz zu toben, wie auf dem in Köln, wo ich ihn zum Interview treffe, das kennt der Vater nicht. Ich war gar nicht so oft mit ihr am Spielplatz. Also Sie müssen sich vorstellen, ich hatte ja so einen geregelten Umgang. Da hatte ich sie eine Zeit lang 1,5 Stunden, irgendwann hatte ich sie dann 3,5 Stunden. Ich wohne ungefähr leider 1 Stunde Fahrt von meiner Tochter weg. Ich wohne am Land, sehr idyllisch, da gibt es auch so Spielsachen. Und dann haben wir meistens dort gespielt. Ich erinnere mich daran, als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hatte sie ein paar Tage davor ihren 3. Geburtstag. Und wir haben zu Hause den 3. Geburtstag nachgefeiert, haben so Kerzen, Geschenke und was alles so gab. Die war sehr vergnügt. Es gab, bevor wir das gerichtlich regeln ließen, den Versuch, sozusagen auf privater Ebene einen sogenannten freiwilligen begleiteten Umgang zu machen. Das heißt, die Mutter gibt das Kind bei einer sozialen Einrichtung ab. Die Frau oder der Mann dort übergibt mir, dem Kind, einem vollkommen unbekannten Mann, obwohl ich ihr Vater bin, das Kind.
und das wird dann später wieder der Mutter zurückgegeben. Dort habe ich meine Tochter hyperventilieren erlebt. Die war dann ein gutes halbes Jahr alt. Das war für sie eine unglaublich offensichtlich, unglaublich emotional schreckliche Situation. Es war eine fremde Umgebung. Ja, und es war auch, ich war fremd für sie. Also nicht nur die Umgebung, alles war fremd für dieses Kind. Und das ist etwas, also wo man wirklich schlucken muss. Das schon wahnsinnig wehtut, wenn man das erlebt. Die größte Sorge, sage ich lieber, ist die, dass das meiner Tochter schadet. Also was immer da jetzt passiert. Inzwischen, sie ist jetzt 3,5, also ich habe sie jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen. Vor einem halben Jahr hatte sie massive Loyalitätskonflikte. Also das ist auch etwas, was entsteht. Da kommen dann Sätze wie, gell, du machst die Mama nicht kaputt, weil dann habe ich keine Mama mehr. So ganz abrupt aus dem luftleeren Raum oder ich kann den Papa töten und das mache ich auch. Also wo man dann einfach merkt, was geht in der Seele dieses schutzlosen kleinen Wesens eigentlich vor. Konnten Sie das denn einordnen? Das sind ja ganz harte Momente für einen Vater, der um den Umgang mit der Tochter kämpft. Ja, das konnte ich schon. Also das nämlich? Diese Loyalitätsproblematik. Also es ist ja erstmal ganz klar, dass ein kleines Kind in der Symbiose mit der Mutter ist. Das ist ganz natürlich. Und der Vater als dritte Person ist wichtig, dass sich diese Symbiose irgendwann auflöst. Also dass das Kind erlebt, da gibt es ja auch noch eine andere Weltsicht, ein anderes Weltverständnis. Sie haben das gerade angesprochen, begleiteter Umgang. Also ich wusste ja vorher auch nicht, was das ist, ein begleiteter Umgang. Da denkt man an so Menschen, die pädophil sind oder irgendwas, den man jemand zur Seite stellen muss, weil er mit dem Kind nicht alleine zurechtkommt. In dem Fall geht es darum, dass die Mutter meiner Tochter oder unserer Tochter nicht bereit war, mich persönlich zu treffen. Deswegen wurde dann, nachdem das alles übers Familiengericht lief, ein Mensch eingestellt, der meine Tochter bei der Mutter abholt, sie mir übergibt. Ich habe sie dann diese Zeit alleine. Und dann übergebe ich sie ihm wieder und er übergibt sie wieder der Mutter. Also das ist der begleitete Umgang. Der fing am Anfang natürlich so an, da war sie ungefähr ein Jahr alt, ein gutes Jahr alt. Da hatte ich 1,5 Stunden Umgang, dass er die ganze Zeit dabei war. Also es ist ein Anwalt gewesen, Sozialpädagoge, der dann ein Büro hatte mit vielleicht 15 Quadratmetern. Da saß er am Schreibtisch. Vor seinem Schreibtisch wurde eine Decke ausgebreitet und darauf haben wir gespielt. Das ist schon sonderbar, wenn man der Vater des Kindes ist, oder? Das gibt es wohl relativ häufig, wenn die Eltern sich nicht grün sind und sich nicht einigen können, ohne dass man deswegen kriminell sein muss. Was natürlich merkwürdig ist, bei der Mutter überprüft ja auch niemand, kann die mit dem Kind. Aber beim Vater ist das dann der Fall. Also ich habe ja hier auch meine Geschichte ist ja auch vielleicht ein bisschen anders als viele andere Geschichten, weil in der Regel haben ja die Eltern miteinander gelebt und auch mit dem Kind. Die Mutter meiner Tochter hat mich bereits vor der Geburt verlassen. Kees geht auch mit sich ins Gericht. Er war naiv. Er hatte natürlich gemerkt, dass seine Freundin ein Kind wollte, aber keine Beziehung mit ihm. Nach jahrelangem Hin und Her hat er nun entschieden, auch aus Liebe zu seiner Tochter, nicht weiter auf Umgang oder Sorge zu klagen. Eine Entscheidung, die ihm sehr schwer gefallen ist. Der Staat kann diese Probleme nicht lösen. Also das ist ja immer ein privates Problem zwischen zwei Menschen. Der Staat kann eine Hilfestellung geben, aber der kann letztlich das private Problem zweier Menschen nicht lösen. Das heißt aber auch in der Konsequenz, der Kontakt kann ganz abbrechen, für immer. Das heißt es. Dessen bin ich mir sehr bewusst, dass ich möglicherweise meine Tochter jetzt erstmal nicht mehr sehe. Vielleicht sehe ich sie in 5 Jahren, vielleicht überlegt die Mutter, dass es doch anders besser wäre. Vielleicht kommt sie auf mich zu, wenn sie erwachsen ist, mit 16, 18. Ich weiß nicht, natürlich wird meine Tochter, wenn wir später Kontakt haben und jetzt die nächsten Jahre keine, möglicherweise auf mich zutreten und fragen, wo warst du denn? Ich meine, ich habe zumindest 3,5 Jahre wirklich gekämpft. Und es gibt immer noch die Hoffnung, dass sich auf privater Ebene etwas verändert. Meine Eltern, also die Großeltern, haben sich jetzt eingemischt. Es gibt jetzt wohl das erste Mal seit der Geburt meiner Tochter oder unserer Tochter ein Treffen zwischen der Mutter und meinen Eltern, wo sich möglicherweise, keine Ahnung, das ist ein großes Fragezeichen, was ergeben könnte. Wenn der leibliche Vater aus dem Leben eines Kindes verschwindet oder herausgedrängt wird, hinterlässt er eine Wunde, die niemand schließen kann, sagt Janet Hagen, eine Frau Ende 40, Mutter dreier Kinder, die mit beiden Beinen im Leben steht, aber bis heute die Folgen der sogenannten Vaterentbehrung spürt. Das Prägendste war für mich einfach dieses Gefühl, dass ich nicht gewollt bin.
Also wenn ein Vater sich abkehrt und mit dem Kind keinen Kontakt mehr möchte oder vielleicht auch aus der Beziehung rausgedrängt wird, also es gibt ja da unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Spielarten, dann bleibt bei dem Kind immer die Frage, warum? Warum bin ich es ihm nicht wert, dass er bei mir geblieben ist? Ja, die Frage stellt sich ein Kind automatisch, ob es das nach außen hin zeigt oder nicht. Die Frage taucht einfach auf und das macht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger Gram. Bei mir hat es sehr viel Gram damals gemacht und es hat mich wirklich nachhaltig geprägt, dass ich also viele, viele Jahre meinen eigenen Lebenswert in Frage gestellt habe. Also immer überlegt habe, ja, wenn der eigene Vater mich nicht will, was habe ich dann hier überhaupt auf dieser Welt zu suchen? Also ein mangelndes Selbstbewusstsein. Absolut. Also das hat sich dann natürlich auf vielen Ebenen gezeigt. Also ob dann später in Partnerschaften oder in der Schule. Also einfach auch gar nicht zu wissen, wer man selber so ist. Wir sind nun mal aus Vater und Mutter entstanden. Und wenn auf der Vaterseite diese Leere bleibt, und bei mir war es definitiv eine Leere, weil ich ihn ja auch gar nicht kannte, dann fühlt man sich nur halb. Also man fühlt sich nicht als ganzer Mensch und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wer man ist. Hatten Sie auch Scham? Schamgefühle? Ja, absolut, natürlich, weil es taucht dann bei Kindern auch häufig die Frage auf, bin ich denn jetzt schuld daran? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist mit mir irgendwas nicht richtig? Also das sind alles so Fragen, die tauchen auf und die rufen natürlich auch in gewisser Weise Scham hervor. Auf der anderen Seite schämt man sich als Kind auch, wenn die Elternbeziehung nicht in Ordnung ist. Also das erleben ja Scheidungskinder auch ganz häufig. Ja, man guckt sich um, man sieht, bei anderen läuft alles und man schämt sich. Also ich habe mich geschämt, plötzlich keinen richtigen Vater zu haben, ja. Tut das heute noch weh, wenn Sie Väter sehen auf Spielplätzen, die ihre Kinder herzen? Also es gibt immer noch so Momente, wo ich denke, ja. Also ich denke dann nicht, sondern ich fühle dann einfach und das ist schon eine Narbe, die dann hin und wieder auch nochmal irgendwie aufgeht oder sich entzündet, aber es hat nicht mehr die Tiefe und nicht mehr die Dramatik, wie es früher mal war. Der fehlende Vater, für viele Kinder eine Realität und das mit steigender Tendenz. Jeanette Hagen hat darüber ein Buch geschrieben. Es heißt »Die verletzte Tochter« und ist im vergangenen Winter im Münchner Scorpio Verlag erschienen. Die Auseinandersetzung mit dem Vater sei unerlässlich. Die Folge der Vaterentbehrung gravierend, so das Fazit der Autorin. Die Gefahr besteht natürlich, dass das Vaterbild einfach später das Partnerbild prägt. Also dass sich Frauen entweder einen Mann aussuchen, der ihrem Vater, also ihrem Wunschvater, ihrem Vaterideal entspricht und dementsprechend mit viel zu hohen Erwartungen dann wahrscheinlich auch in eine Partnerschaft reingehen. Oder der andere Fall ist einfach, dass die Enttäuschung auch so groß ist, dass eine gewisse Abneigung generell gegen Männlichkeit besteht. Es spielt dann auch immer noch eine Rolle, wie die Mutter über den Vater geredet hat. Also es spielt da sehr mit rein. Wenn dann die Beziehung wieder zerbricht, dann sprechen viele von der sogenannten transgenerationalen Weitergabe des Traumas Vaterentbehrung. Das heißt also, das setzt sich quasi über Generationen fort, der fehlende Vater. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass also Frauen, die Vaterentbehrung erlebt haben, oftmals auch die Frauen sind, die dann aus Beziehungen schneller rausgehen oder überhaupt Schwierigkeiten haben, eine gute, stabile Beziehung auf Augenhöhe zu finden. Oder eben auch immer wieder an Männer geraten, die ihnen einfach nicht gut tun. Also viele wiederholen dann dieses Drama des Verlassenwerdens zum Beispiel. Ja, sie suchen sich einen Partner, das machen sie nicht bewusst, aber suchen sich einen Partner, der sie dann wieder verlässt. Also und dann kommt dieses Drama immer wieder aufs Tablett sozusagen. Sie haben das auch erlebt? Ich habe das auch erlebt, ja. Und Sie konnten es aber aufarbeiten? Auf jeden Fall. Also das erfordert Mut, es erfordert Kraft, weil, ich sag mal, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch einfach eigene Anteile zu erkennen, das ist schon kein leichter Weg. Aber ich sag immer, der lohnt sich auf jeden Fall. Und wer seine Vaterwunde geheilt hat, ist, glaube ich, ein großes, großes Stück weiter. Und für mich war das wirklich eine Befreiung. So, und hier setzt jetzt der Demutsschlurf an. Demutsschlurf, weil man sich demütig bücken muss, dass man überhaupt in die Höhle rein darf. Ohne das geht's nicht. Ich gehe jetzt einfach mal vor. Ich mache dann auch von denen, die nachkommen, ein paar Aufnahmen. Denn das ist natürlich schön, weil Wasserstand ist relativ hoch. Aber ihr habt einen guten halben Meter Luft zwischen Wasser und Decke. Aber ihr könnt auch nicht aufrecht gehen. Ihr müsst irgendwie auf den Knien oder gebückt gehen. Ein Erlebnis der besonderen Art am diesjährigen Vatertag. Franz-Jörg Krieg, Ende 60, die grauen Haare zum Pferdeschwanz gebunden, steht im Neoprenanzug am Eingang der Falkensteiner Höhle.
eine berühmte Wasserhöhle auf der Schwäbischen Alb. Eine Gruppe von Vätern mit Kindern folgt ihm zögernd im kniehohen, eiskalten Wasser. Na, es wird schwer. Ich finde es schwer, weil ich eine ganz kurze Gummihose habe und dann ganz nass werde. Aber der Papa ist doch da, ne? Ja, der Papa. Wie machen wir das denn? Wie machen Sie es denn jetzt? Sie überlegen schon, ne? Ich sehe es Ihnen an. Wir haben Neopren da drunter und wir gucken, wie weit wir kommen. Ach, unter den Regenklamotten ist nochmal Neopren, ne? Ich fühle mich wie ein alter Lappen. Irgendwann macht es gar nichts mehr aus, die Kälte. Wusstet ihr, was euch erwartet? Hattet ihr drüber gesprochen, dass das hier eine Wasserhöhle ist? Nee, eigentlich, ich dachte etwas, aber nicht so brutal. Und das schon am Anfang. Immer tiefer führt Franz Hörkrieg die Gruppe ins Innere der Höhle. LED-Stirn und Taschenlampen beleuchten flackernd die Felswände. Überall gibt es Interessantes zu entdecken. Hier an dieser Kante ist ein Belemnit. Das ist der Rest des Skeletts eines Urzeit-Tintenfisches. Von Belemnis das Geschoss, weil es die Form einer Kugel hat, eines Geschosses. So gibt es hier immer wieder welche, man muss nur gucken. Da denke ich zum Beispiel auch einer. Also an vielen Stellen könnt ihr das sehen. Sagt es einfach weiter den Nächsten, die hinter euch kommen, damit die das auch sehen. Also die betreuen die Höhle hier, aber sie meinen Höhle und was dran schicken. Väter helfen ihren Kindern über glitschige Steine, quetschen sich durch schmale Felsspalten. Das Wasser hüpft für die Kinder brusthoch. Alle sind gefordert. Nach kurzer Zeit stellt sich ein Gemeinschaftsgefühl ein. Nach einer Stunde, als die Höhle immer schmaler und dunkler wird und das Wasser steigt, treten die meisten den Rückweg an. Draußen vor der Höhle strahlender Sonnenschein. Väter und Kinder wärmen sich auf. Meine Füße haben uns richtig wehgetan und jetzt bin ich froh, dass ich draußen bin. Also doch nicht Höhlenforscher werden? Nee, auf jeden Fall nicht. Bei dir? Ja, es ging. Trockenanzug wäre praktischer gewesen, aber. Ich habe mich nicht so reingetraut und ich habe jetzt gehofft, er kommt früher raus, aber jetzt habe ich dann schon Schiss bekommen. Machst du mit Papa immer so verrückte Sachen, oder? Ja, öfters. Dafür sind Papas da. Väter gehen anders mit ihren Kindern um als Mütter. Und ich glaube, das eine ist gut, so ein bisschen mehr das Behütete, und das andere so, beiß dich durch. Ich denke, das sind beides sehr wichtige Sachen, die einfach zusammengehören. Ist ein ziemliches Klischee, oder? Nee. Nein, 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 nein. Was machst du mit deiner Mama? Ja, wir machen eigentlich auch nicht viel. Meine Mutter denkt halt immer, ja, da könnte halt was Schlimmes passieren. Gut, kann es auch. Hätte jetzt auch hier passieren können. Aber meine Mutter, ja, sie sagt halt immer, nee, passt besser auf. Und wir machen halt eher so Sachen wie Wanderung. Und das hier ist halt eher, was man mit dem Vater macht, ne? Ja. Also sieben Klischees. Ne, das war total interessant. Also richtig, das war ein richtiges Abenteuer. Ja, ich glaube, ich bin nicht überall nass geworden, aber schon, ich habe meine Füße fast gar nicht mehr gespürt. Aber Papa war die ganze Zeit dabei, ne? Ja, und hat mich immer festgehalten, dass ich nicht runterrutsche oder so. Auf dem Rückweg zum Auto gibt es bei den Jungen nur ein Thema. Die Höhle, das Abenteuer. Wer hat sich bis wohin getraut und warum? Da musste man halt bis zum Hals und da habe ich gesagt, nee, schaffe ich nicht. Naja, nein, du nicht. Doch. Die Erwachsenen bis zum Hals, wir mussten da schwimmen. Ja, wir hätten da schwimmen müssen. Ja, stimmt. Also ich glaube, ich hätte es auch noch geschafft. Schwimmen wäre sogar schneller gegangen. Ja. Erzählst du das eigentlich alles so zu Hause der Mama oder sagst du? Nee, besser gar nicht. Also da sollte man gar nichts eigentlich sagen zu Hause. Ja, oder bei seiner Mutter, weil sonst heißt es wieder, oh, du gehst jetzt nicht zum Vater. Das war jetzt unvorsichtig, da hätte was passieren können. Und das ist halt immer dieser Mutterinstinkt, ne? Es ist auch nicht so gut, wenn es meine Mutter erfährt. Ein Vater hat bis heute früh nicht gewusst, ob er seine Kinder am Vatertag treffen darf. Umgangsregelung hin oder her, immer wurden vereinbarte Treffen im letzten Moment von der Mutter abgesagt. Doch das Wort Umgangsvereitelung, das kommt ihm nicht über die Lippen. Eigentlich seit fast 4 Jahren ist es so, dass ich nie was planen kann. Und es ist halt immer sehr, 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 sehr schwierig, wenn irgendwo eine Unternehmung da ist, dann wird dann halt was abgesagt und das ist schon nicht besonders angenehm und deshalb bin ich jetzt auch sehr erfreut, dass es jetzt mal so geklappt hat. Nach einigen Stunden kehrt auch Franz Hörkrieg mit dem letzten Trupp aus der Höhle zurück.
Der 68-jährige pensionierte Lehrer ist Väteraktivist der ersten Stunde. Jahrzehnte hatte der unverheiratete Vater um den Umgang mit seinen Töchtern gekämpft. Heute berät er bei Väteraufbruch Betroffene vor allem in Rechtsfragen. Seine Position ist radikal. Er spricht von struktureller Diskriminierung und glaubt, dass Kinder und Väter den Staat eines Tages auf Entschädigung verklagen können. Bei der Höhlentour am Vatertag ist das aber nicht das Thema. Krieg will Vätern und ihren Kindern damit ein unvergessliches Erlebnis ermöglichen. Die haben erstens eine schöne Erfahrung und dann auch eine Grenzerfahrung. Jedes Mal stoßen sie an Grenzen, die sie bisher noch nicht überschritten hatten. Sachen, die sie noch nicht gemacht hatten. Also eine Höhle, wo ein Gangteil nur einen Meter hoch ist und der ist 50 Zentimeter voll mit Wasser. Das haben die noch nie gemacht und wenigstens mit ihren Kindern zusammen. Kinder sagen, oh geil. Sie selbst haben keinen Kontakt mehr zu ihren Töchtern. Die sind heute erwachsen und wie Sie erfahren haben, verheiratet. Mhm. Ist das an so Tagen wie heute komisch? Eigentlich nicht mehr. Das war mal komisch. So wie am Anfang. Die Nächte, in denen man nach 3 Stunden Schlaf mit dem Gongschlag im Kopf und dem Paukenschlag im Bauch aufwacht, denn die Nacht ist um. Ja, solche Nächte gibt es am Anfang in der Hochkonfliktphase. So wie diese Nächte um sind, sind auch dieses komische Gefühl, dass du Vater bist, aber ohne Kinder Vater bist. Die Kinder gibt es natürlich. Das Vatersein wird gelebt, nur auf eine sehr seltsame Art und Weise. Das belastet mich nicht mehr. Übrigens, der Streit um die Sorge der Kinder bleibt der Ausnahmefall. Bei fast allen Scheidungen bleibt das Sorgerecht bei beiden Eltern, da weder Mutter noch Vater einen Antrag auf das alleinige Sorgerecht stellen. Anders sieht es beim Umgangs- und Unterhaltsrecht aus. Die Zahl der Streitigkeiten vor Gericht steigt dort seit Jahren. Immer mehr Väter wollen den Kontakt zu den Kindern nicht abreißen lassen. Das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Es folgt Klassik-Pop etc. Heute mit dem Sänger und Komponisten Heinz Rudolf Kunze. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Henn. Deutschlandfunk.